Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in World of Warcraft. Diesmal wieder mein Schaman. Wir haben ja jetzt eine ganze Zeit nicht aufgenommen, weil wegen Erkältung und so, das hatte ich ja alles im Infovideo gesagt. So, wir haben Rastakhan im Raid getötet, mit ihr hier im LFR, und können hier die Kampagne Um weitermachen. euch ranken sich Die mehr Schlacht von und mehr Dazalora. Legenden. Wir haben einen Sieg errungen, der uns teuer zu stehen gekommen ist. Mekkadrill ist tot und in einem Gerät seines Mechs eingefroren. Lady Jaina wird von unserem besten Heiler versorgt. Sie ist schwer verwundet, wird aber wohl überleben. Was Telamon angeht, unsere Späher haben seine zerfetzte Leiche gefunden. Alle nach Nazmir entsendeten Soldaten wurden bis auf den letzten Mann getötet. Aber wir haben es geschafft. Die Zandalari-Flotte ist dezimiert und König Rastakhan ist tot. Unser Krieg gegen die Horde ist so gut wie beendet. König Anduin wünscht uns, baldmöglichst zu sprechen. Quest beendet. Die Tapferkeit und Opferbereitschaft von Der Helden wie Angesenkte. Klingenmeister Telamon wird die Allianz niemals vergessen. Da gab es jetzt den Erfolg der Angesenkte. Verdient auf ehrfürchtigen Ruf eine Champion-Belohnung von einer beliebigen Fraktion. Ah, okay. Wir So. sind die Söhne und Töchter der Allianz. Jetzt geht's weiter. Der Staub legt sich. Wir haben einen großen Sieg errungen. Arosia, wenn auch einen teuer erkauften. König Wirn versammelt die Anführer der Allianz auf dem Platz der Einheit, um alles zu besprechen. Er hat auch um unsere Anwesenheit gebeten. Geht zum Platz der Einheit, ich stoße dort in Kürze zu euch. Trefft euch mit Anduin auf dem Platz der Einheit. Bei der Macht der Allianz. Unsere So. Feinde werden untergehen. Staub legt sich. Platz der Einheit ist hier hinten. Das heißt, wir werden jetzt einmal zur Burg rüberfliegen. Oh, warte. Chronaki Christo. Guck mal, wir haben hier Vorräte der 7. Legion. Jawohl. Holen wir doch mal eben alles ab. Das ist, glaube ich, meine erste Paragon-Kiste auf Allianz-Seite. Unterstützt des Kriegsbanner. Bereits erhalten. Ja, das ist das gleiche, was wir halt auf Hordenseite haben. Aber wir machen trotzdem mal auf. Oh, endlich haben wir Ressourcen. Mein Gott, ich habe immer so einen Ressourcenmangel. Was ist das da hinten? Kohleknappheit, das ist was anderes. So. Was kann ich für euch tun? Dann einmal rüber zur Burg. Und dann treffen wir uns mit König Anduin. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir hängen ja mit dem Allianzschar ein bisschen hinterher. Wir haben zum Beispiel Teragarde noch gar nicht gequestet hier, ne? Wir haben zwar die ganzen Weltquests freigeschaltet etc., aber wir müssen natürlich hier noch weitermachen. So, dann wollen wir mal gucken, was der König möchte. Mal gucken, wo ich hier lang muss. Ich denke, ah ja, da. Platz der Einheit. So. Da sind wir. Da ist. Nein! Ja, ne? So viel dazu. Guck mal, wir haben hier Genshaw, Halford, Jaina. Jetzt gucken wir Eine mal. gerechte Sache ist es Danke, dass ihr immer wert, gekommen für sie zu seid. kämpfen. So, Kursbestimmung. Ich habe zwar Bedenken, kann aber unsere Tapferkeit, unser Heldentum und die gebrachten Opfer nicht von der Hand weisen. Die von euch gebrachten Opfer, Arosia. Danke für all die Hilfe, die ihr der Allianz gewährt habt. Die Zukunft unserer fortwährenden Kriegskampagne ist der Grund, aus dem ich alle hergebeten habe. Ich möchte, dass wir uns ansehen, was wir bisher getan haben, damit wir die beste Strategie für die Zukunft entwickeln. Wohnt der Diskussion am Platz der Einheit bei. Gebt die Hoffnung niemals auf. Nehmt am Treffen teil. Mögen eure Reisen sicher sein. Mein König, der Angriff auf Zul'Dazar war ein durchschlagender Erfolg. Die Horde verliert an allen Fronten. Der Sieg der Allianz ist nur eine Frage von Wochen. Ja, aber was wird es uns kosten? Wir haben so viele verloren. Auch Mekkadrills Leben hängt am seidenen Faden. Und ich befürchte, dass Rastakhans Tod die Sandalari aufwiegeln wird. Er ist ein Opfer des Krieges, Anduin. Jeder König muss gewillt sein, sich für sein Volk zu opfern, ohne zu zweifeln, ohne zu zögern.
Das weiß ich, Gen. Besser als jeder andere. Aber unsere Mission war, einen Keil zwischen die Sandalari und die Horde zu treiben. Stattdessen haben wir möglicherweise ihr Bündnis gestärkt. Über die Hälfte der Sandalari-Schiffe wurde im ersten Gefecht zerstört. Und wir haben die Horde-Flotte ins Chaos gestürzt. Die verbleibenden Schiffe haben keine Chance gegen unsere Flotte. Die Horde war noch nie schwächer. Wir sollten unbarmherzig zuschlagen, bevor Sylvanas noch einen üblen Plan schmiedet. Angreifen, während die Sandalari um ihren gefallenen König trauern? Dann sind wir kein Deut besser als die Menschen. Sie ist hier das wahre Problem. Ich vermute, dass sie bereits nach Wegen sucht, wie sie die Situation zu ihrem Vorteil nutzen kann. Wir müssen weiterkämpfen und die Ziele erreichen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, wer wir sind und wofür wir einstehen. Alles klar. Die Allianz geht vor. Wir mögen kurz vor dem Sieg stehen, aber wir dürfen nicht vergessen, wer wir sind. Denn sonst verlieren wir das, was uns am wichtigsten ist. Und unser Sieg wird umsonst gewesen sein. Ich hoffe, es stimmt, was Hochkommandant Würmbrand und Meister Shaw sagen. Und dass wir bald das Ende dieses Krieges sehen. Dann können wir mit dem Wiederaufbau und der Heilung beginnen. Für uns selbst, für Azeroth und für die Horde. Quest beenden. Jaina, könnt ihr irgendetwas für Mekkadrill tun? Ich fürchte nein. Der Mechanismus, mit dem sein Körper erhalten wird, ist anders als jede Magie, die ich kenne. Unseren Priestern geht es gleich. Geschichtsbücher werden von unserem Sieg in Suldasar schreiben. Aber ich sehe wenig Grund zu feiern. Ein teurer Sieg. In mehr als nur einer Hinsicht. Aber genug davon. Wie geht es dir? Du hast ihre besten Krieger aufgehalten, damit unsere Flotte sich zurückziehen konnte. Du hast für die Allianz alles aufs Spiel gesetzt, Jaina. Ich erhole mich noch, aber das wird schon. Du hast genug zu bedenken, ohne dir auch um mich Sorgen zu machen. Es ist schön, dass du wieder hier bist, Tantchen. Ich hab dich vermisst. So viel ist geschehen, als ich weg war. Anduin, ich habe Gerüchte über eine alte Freundin von mir gehört, Kalia Minetil. Was ist in Arathi passiert? Das ist eine komplizierte Geschichte, die ich immer noch nicht ganz verstehe. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Danke. Lass uns einen ungestörten Ort finden und darüber sprechen. Alles klar. Jetzt reden die beiden. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Kriegskampagne ist, glaube ich, jetzt auch erstmal für mich. Genau. Da wird es wahrscheinlich im nächsten Patch weitergehen. Ist auf jeden Fall schon mal interessant, was der König so von sich gegeben hat. Ich meine, es ist wirklich ein teurer Sieg. Es sind sehr viele gefallen auf beiden Seiten. Ne? Ich meine, wir haben mit ihr jetzt Jaina im LFR noch nicht gemacht. Aber wir sollten jetzt auch gucken, dass wir langsam mal die Story hier weiterspielen. Wo war denn jetzt wieder der Flugpunkt? Ich suche den jedes Mal hier. So, da ist er. Und es geht ja jetzt weiter. Für uns im Sturmlangtal. Wir haben ja jetzt zuletzt hier Fort Delin gequestet. Und da werden wir wohl auch weitermachen. Ja, wir haben ja auch noch die Dungeons offen. Die müssen wir auch noch machen. Und ja, und auch die Daily. Aber, nö, komm, wir machen die Daily zusammen, da können wir nebenbei noch ein bisschen schnacken. Das heißt, wir werden jetzt erstmal zur Sucherwarte müssen wir sowieso zum Schluss. Das heißt, lasst uns mal zum Hafen und wir gehen mal nach drüben. Und werden erstmal drüben zwei Quests machen und die bei der Sucherwarte machen wir zum Schluss. Damit, wir müssen sowieso da oben abgeben. Ja, das ist für uns der Punkt zum Abgeben. Weil in Sandalari haben wir, glaube ich, auch. Warte mal. Gehen wir mal kurz rüber gucken. Doch, den Schuppenhandelsposten haben wir auch. Aber wir machen es, denke ich mal, trotzdem so, dass wir dann im Sucherposten abgeben werden zum Schluss. Hui, komm, spring rüber. Gut, das war auch dann erstmal auf der Allianzseite die Kriegskampagne. Auf jeden Fall sehr interessant, immer beide Seiten zu sehen. Also ich empfehle jedem,
macht bitte oder macht wenigstens ein Schar auf der anderen Seite, damit ihr den Gegensatz von den Storys seht. Na? So. Hier haben, ach Gott, hier haben wir auch noch die Archäologie-Sachen, ne? Aber wir werden jetzt erstmal die Daily machen. Das heißt, wir fliegen jetzt darüber. Der Übergriff war auch schon. Der war heute in Sandala. Ich denke mal, ich glaube, der war um 1 Uhr zu Ende. War der um 1 zu Ende? Ich glaube, ja. Das heißt, der wird heute Nacht um 1, wird dann wahrscheinlich der nächste kommen. Die Zeiten sind ein bisschen komisch. Und was wir für all diejenigen, die Ruf fahren müssen. Ab morgen ist wieder Weltquest. Ab morgen früh. Das heißt, ihr könnt einmal könnt ihr sehr viele Ressourcen sammeln. Und ihr bekommt 50% mehr Ruf, 100% mehr Ruf. Und das ist schon eine Menge. Das ist wirklich schon eine Menge. Ne, 50 war das, glaube ich. Weil, es denkt dran, am 13. kommt der Patch. Und auch ich habe jetzt das Problem. Ich bin bei der Prachtmeer-Admiralität erst wohlwollend. Und ich brauche ehrfürchtig. Das heißt, ich werde jetzt, bis der Patch kommt, mit dem Char auf jeden Fall rufballern. Sodass wir da natürlich sofort die Kul'Tirana freispielen können. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Es wird sicherlich eine interessante Questreihe. Ich hoffe nämlich auch, dass ich bis dahin dann auch die ganzen anderen Sachen habe, das heißt die Storyline fertig habe. Das könnte halt bedeuten, dass die nächsten Folgen wieder ein bisschen länger werden, damit wir einfach den Fortschritt langsam mal haben. Und auf Frontseite haben wir das ja soweit. Da habe ich ja, mache ich ja eh alles mit einem Druiden. Im Paladin habe ich ja nur den Levelbereich gemacht und alles andere habt ihr ja beim Druiden gesehen oder im Stream. Da brauchen wir, denke ich mal, im Paladin nicht alles nachholen. Aber beim Schamanen, also bei der Allianzseite, machen wir das schon. Am Strand verteidigt sie, bis sie im sicheren Meer zu sehen, ihr kleiner ja. Eine Schildkröte. Ich freue mich auch schon auf die neuen Dailies. Na, man kann ja dann auch über das Lichtkreise ziehen. Man kann als Krabbe spielen hier bei den Schildkröten. Dann habe ich vorhin erfahren, dass halt auch neue Invasionen kommen werden mit Naga. Das wird, denke ich, auch sehr interessant. Weil Naga ist ja, glaube ich, auch, also nicht der nächste Raid, der im April kommt, sondern danach der größere. Da ist, glaube ich, Naga auch das Thema. Hat es ins Wasser geschafft. Ja, sei ruhig. Ich bin gerade am Reden. Und es wird definitiv sehr interessant. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine neue Kriegs. Hier diese Kampagne. Nicht die Kampagnen, sondern Fronten, meine ich. Kriegsfront, genau. Vielleicht gibt es da auch nochmal was Neues. Ich bin echt gespannt, was noch alles kommen wird. Ne? Und wenn dann nochmal jemand jammert, er hat nichts zu tun, dann weiß ich auch nicht. Also man hat eigentlich immer was zu tun. Na? Mir fehlen jetzt auch zum Beispiel von den Paragon-Sachen auf Frauenseite nur noch bei ein oder zwei Fraktionen. Ne, bei zwei. Totolana und noch einer, ich glaube Thailand. Ne, Totolana und Voldul fehlen mir noch die Sachen. Und dann habe ich da alles. Eine Schildkröte hat es ins Wasser geschafft. Dann brauche ich nur noch die Sachen von. Danke. Von der Allianz, weil die Allianz hat ja noch mal ein paar andere Gegenstände. Ich meine, die Spielzeuge, klar, die überschneiden sich. Aber der Rest nicht. Was haben wir hier? Ach ja, von der Opulenz habe ich hier den ganzen Goldkram noch in der Tasche. Irgendwas war hier 110 da. So, dann haben wir die erste. Ich würde sagen, dann machen wir hier. Reiten wir darüber, genau. Aber auch nicht so weit im Weg. Das ist auch nochmal das Mobili. Da haben wir hier Erz. Ja, ich empfinde Erzfarm hier irgendwie so ein bisschen anstrengender. Das meiste Erz kriege ich irgendwie aus der Ausrüstung. Oder die Steine. Weil ich habe ja mit der Jojuve.
Aber der ist auch noch nicht so gut ausgeskillt. Ich bin erst bei 110. Aber das Material bekommen ist halt auch schwierig, ne? Aber sie muss halt auch noch sehr, sehr viel lernen. Hier, guck mal, es gibt ja 415er. Aber dafür brauchst du halt auch unglaublich viel von diesen Atem von Bonsambi. Ja, mit 340er Stab. Ich weiß gar nicht, ob man die Dinger überhaupt verkaufen, ob sich das überhaupt lohnt. Ne? Und hier sind halt die Ringe, 385. 385 wäre ja noch. Hydrokern ist halt Dungeon. Blutzellen ist halt 370 hier. Ist halt auch Expulsum, Krakenaugen. Ja, da muss man schon ein bisschen was zusammenlegen. Aber 400er Ringe, ja. 200, hier. 400er. 20 Atem von Bonsambi, das geht eigentlich noch. Das geht eigentlich. Die Steine, ja, natürlich. Man muss halt schon ein bisschen farmen. Ne? Und halt jede Woche den LFR am besten mitnehmen. Jetzt habe ich hier noch Kohleknappheit. Was ist das? Achso, das sind doch Quests. Dann kann ich die mal ausblenden. Die Kohleknappheit muss ich noch abgeben. Das ist die Kriegsfront. Das machen wir ja auch nicht jetzt nicht zusammen. Das kennt ihr ja alles schon, die Kriegsfront. Na, das haben wir ja alles, denke ich mal, bei der Eröffnung gemacht. So. Machen wir jetzt noch hier. Ach, guck mal, Prachtner ist sogar hier. Kann man Weltquest machen. Sturmwacht. Ja, alles noch ein bisschen. Man merkt halt, dass ich bin zwar schon wohlwollend bei den Fraktionen, aber man merkt halt dadurch, dass ich halt zwei Ecken noch nicht durchgequestet habe, dass halt der Ruf fehlt. Ne? Gerade bei Prachtmeer. Ich denke, wenn ich da Tiragadesund einmal durchgequestet habe, ist der Ruf auch fast ehrfürchtig. So. Ach, ich bin ja noch auf Heiler. Guck mal. Mit Schamane ist ja Heiler. Ich sollte mich vielleicht vorher noch auf DDs becken. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn der Stab her, aber da steht eine Eule in mir. Ich denke schon. Nee, komm, wir nehmen das Wassermount. Ne, weil wir müssen ja einmal hier lang. Da ist das Hordenlager. Das sollten wir auch nicht unbedingt durchlaufen. Aber wir können jetzt hier so lang. Hier sind halt auch einige Ads am Rennen. Aber es geht schon. So. Dann, hier hat jemand getötet. Das ist praktisch. Viele Dinge gesammelt. Findet ihr die identischen? Natürlich. Wie viel wollt ihr für eure Heldentaten? Und dauert ein bisschen länger, aber wir finden sie. So. Gucken wir mal hier. Ja, manchmal dauert es ein bisschen, ne? Ach, guck mal. Das hätte ich auch vorher sehen können. Aber manchmal ist es halt so, dass man die Sachen nicht sofort sieht. Und mein Gedächtnis ist manchmal auch wie ein Sieb. Erst wenn man so ein bisschen abgelenkt ist nebenbei, dann hier den ganzen Kram noch zu finden. Jawohl, da haben wir auch. So, das war der. Das war, glaube ich, hier. Die war, glaube ich, da. Er war da. Genau, jawohl. So, und jetzt porten wir uns wieder rüber und machen bei der Sucherwarte den letzten. Was haben wir hier? Achso, ich habe ein paar Klamotten in der Tasche. Die einen sind als Heiler besser und die anderen als DD. Kriegen wir hin. So, porten wir uns wieder rüber. Jetzt mal die Frage, wie viele Chars habt ihr denn mittlerweile oben? Also ich habe auf 120, glaube ich, jetzt 6. Ja, 6 Chars. Bin aber auch ein bisschen langsam. Also ich habe einige, die im Levelprozess sind. Und auch die verbündeten Völker werden ja bei mir auch erstmal nur bis 110 gelevelt. Das heißt, die
Ich ziehe die dann danach hoch, weil BFA muss ich mit denen nicht nochmal zeigen. Es geht ja bei mir eher darum, dass die 110 werden und ihren Erfolg, also ihre Rüstung bekommen. Das ist auch so ein Ding, was ich noch bis zum Patch machen wollte, dass die verbündet, weil danach kommen ja wieder neue Sachen und man kommt irgendwann nicht mehr hinterher. Deswegen habe ich so eine schöne kleine Liste. Level, 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 ne? Und dann, ich meine, ausstatten muss ich die nicht unbedingt alle auch sofort. Das Ziel ist, wenn die 120 sind, dass die halt immer das Item-Level erreichen, dass man die halt in den LFR bekommt. Und dann stattet, kann man ja jede Woche gucken und dann stattet man die ja sowieso Stück für Stück dann aus. Und ja, ich bin echt gespannt. Also ich meine, der Schamane hat jetzt auch schon 356. Ja, ich habe halt noch ein paar grüne Sachen, ein paar kleine Sachen dabei, die ich noch austauschen muss, zum Beispiel der Gürtel. Und dann, das merkt man halt auch an der Heilleistung oder an der Schadensleistung, dass die Rüstung halt noch nicht so ganz perfekt ist. Und dann klappt es auch wieder mit dem Heilen besser. Ist ja eigentlich Heiler, die war schon immer Heiler gewesen. Nur halt zum Questen halt DD. Und muss auch noch in den LFR rein zu Jaina, ne? Also den Teil, auf dem wir ja dann als Horde spielen. Der Teil. Ne? Da muss ich ja auch noch rein. Das mache ich dann aber auch alles offline. Das machen wir dann nicht zusammen. Das ist, glaube ich, die normale Quest. Ja. Die können wir eigentlich gleich mal abgeben. Wir sind ja gerade in der Aufnahme. Das ist ja mit diesen Pilgerrollen gewesen, ne? Wie viel wollt ihr für eure Heldentaten? Wo man dann die Kisten suchen musste. Für euer Begleitnis? Oh, die quatschen also viel, die Schildkröten, ne? Oh, ist gleiche Aufsteilung? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. So hier. Oh, das war einfach. Was haben wir hier? Auch wieder zusammen. Ne, das war der. So. Das war, glaube ich, der. Nee, das war er nicht. Da ist er. Ja, der ist da. Dann haben wir es schon. Und fertig. Gut gemacht. Gut gemacht. Ja, natürlich. Was denkst denn du? Oh. Auf Heiler ist der, glaube ich, weiß. Habe ich den anderen, den Geister. Ich finde, wir sollten unterschiedslos mit allen Völkern Handel treiben. So. Außer jawohl. Da gehen wir die Pilgerrollen auch gleich ab. Ja, weil kriegen wir natürlich den kleinen Kopf. Artefakte großer Macht gehören in die Hände der Ältesten, nicht in die von leichtsinnigen Abenteuern. So, dann können wir den gleich wieder kaputt machen. Was wir aber mal gucken können, ist, ob es irgendwo einen Gürtel gibt. Umhang. Wir irgendwo einen Gürtel bekommen. Schuhe. Dungeon. Hände. Was haben wir hier? Kiste. Ruf, 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 Ruf. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Im Voldum. Da haben wir noch den Weltboss. So. Da haben wir nix. Schmuck, also Ring. Ja. Schmuck. Jünger der Armani, Straßensträuche. Faszinierend, dass wir genau die gleichen Quests am Hafen haben. Nee, leider nicht. Leider nicht. Naja. So, meine Lieben, ich würde aber sagen, ich fliege jetzt einmal zu Fort Delin rüber. Und dann machen wir aber Feierabend in dieser Folge. Und wir starten bei der nächsten Folge dann hier in Fort Delin. Und machen das dann fertig.
Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weiter questen. Also, bis dahin. Bye, bye.